Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt machen wir mal Aerodynamik, Technik, Flugmechanik. Die Drohne der Amerikaner MQ-9 Reaper. Wenn Sie das interessiert, wie das Ding gesteuert und geregelt wird aus meiner Aerodynamiker-Sicht. Ich bin da zwar seit 30 Jahren, naja, 25, 20 Jahren bin ich da draußen, aber ein paar spannende Sachen erkenne auch ich aufgrund meiner Ausbildung als Luftfahrttechnikingenieur. Und zwar, ganz lange Dinger kann ich nicht zeigen, sonst löschen die mir gleich das Video weg, weil ein paar Kritiken sind auch dabei. Aber ich möchte nur zeigen, wie so ein Ding, mit welchen Kompromissen das gebaut ist. Und gut, und zwar, fangen wir mal an hier. Und zwar ist das jetzt, Moment, das ist der da. Es geht hier um diese Drohnen, die sind beiden Amerikaner alle ähnlich, Entschuldigung. Und das ist auch sinnvoll, dass die ähnlich sind, weil man dann ein Konzept hat, was funktioniert. Das ist praktisch. Und zwar, was sehen wir hier? Gut, das Ding fliegt von... Okay. Wir sehen ein Flugzeug mit geraden Tragflächen, wie ein Segelflugzeug, wie die U2. Das ist letztendlich ein Rebuild von der U2. Das sehen wir hier. U2, gerade Tragflächen. Das sind gerade Tragflächen. Dann haben wir hier ein V-Leitwerk. Spannend. Da unten haben wir dann noch so ein Seitenleitwerk, sagen wir mal. Machen wir gleich. Hinten haben wir einen Propeller und da oben sitzt eine Propellerturbine drin. Also das ist so ein Ding, was die Russen letztens vor ungefähr einem Jahr runtergeholt haben, indem sie den Propeller da gekillt haben. So. Und man hat interessanterweise einen sogenannten Pusher. Das bedeutet, da hinten hat man den Schub nach hinten. So, und da vorne ist der ganze elektronische Klump drin, den man braucht, um irgendwelche Überwachungen zu fliegen. So, so weit, so gut. Ja, und was erkennt man eigentlich? Also erstmal hat man tatsächlich Tragflächen, wie bei einem Segelflugzeug, wie bei der U2. Um eben möglichst wenig Widerstand zu haben oder um möglichst lange fliegen zu können, um den sogenannten induzierten Widerstand zu reduzieren. Das machen wir in einem anderen Video, was mit dem induzierten Widerstand auf sich hat. Das, ich glaube, 460 Stundenkilometer fliegt die Kiste und so, aber wie gesagt, die sind eh alle gleich. So, so. Was fällt noch auf bei dieser Drohne? Dass wir hier einen relativ kurzen Abstand zwischen Tragfläche und Leitwerk haben. Das führt dann dazu, dass wir wenn ich das projiziere jetzt nach unten, dass wir eine relativ hohe Höhenleitwerksfläche haben bei diesem V-Leitwerk. Das kann ich ja als Höhenleitwerk mit senkrechter Flosse dann auch ausführen, was hier nicht geht, weil ja da oben das Triebwerk drin sitzt, was relativ leicht ist, weil das eine Turbine ist. Und das ist eine Turbine, die dreht, ich weiß nicht, ich schätze mal 20.000 Umin. Und das wird dann über Getriebe runtergedreht zu Propeller, das kommt gleich. So. Und, ja gut. Und jetzt ist die Fläche ist deswegen so groß, weil wir ein sogenanntes Höhenleitwerksvolumen brauchen. Ein Volumen ist eigentlich in der Länge hoch 3. So, jetzt haben wir eine Fläche des Höhenleitwerks. Das ist die Fläche, das ist die projizierte Fläche des V-Leitwerks unten. Und die hat einen gewissen Abstand. Und das habe ich dann eine Länge mal Abstand ist V hoch 3. Und deswegen nennt man das Volumen. Also ich hätte die Fläche auch halbieren können, wenn ich den Abstand zwischen Leitwerk und Tragfläche verdoppelt hätte. Aber das geht halt aufgrund dieser Konstruktion nicht. Und deswegen macht man ein relativ großes V-Leitwerk dahin, damit das Ding in der Längsrichtung stabil fliegt. Das ist der Gag bei der ganzen Geschichte. Ja, jetzt gehen wir damit hin. Also, jetzt haben wir hier also einen relativ kurzen Abstand zwischen Tragfläche, zwischen dem 25%-Punkt und deswegen brauche ich eine große Fläche. Und
um jetzt das Höhenleitwerksvolumen konstant zu halten. Dann haben wir da unten, den machen wir später, na gut, machen wir gleich. Warum brauchen wir das Ding da unten? Im Prinzip gibt es relativ viele Flugzeuge mit einer sogenannten Ventral Fin, aber ich denke, das ist hier nicht gegeben. Also es gibt Ventral Fin und Dorsal Fin. Also Ventral, Ventral ist der Bauch auf Lateinisch. Das ist eine Finne am Bauch oder Dorsal Fin ist hinten am Rücken. Und hier haben wir aber das Problem, dass der Propeller ja nicht aufsetzen darf, wenn das Ding beim Starten rotiert. Das Ding braucht ja ein relativ hohes Leitwerk, weil da hinten dieser Prop dran sitzt. Und aus dieser Seite haben die da unten dieses senkrechte Ding dahingesetzt, damit der Propeller beim Starten, wenn er so startet und dann rotiert, um das Fahrwerk, dass der hinten nicht aufsetzt und der Propeller nicht beschädigt wird. Was die Russen da gemacht haben mit der Sukhoi, die dann in den Propeller da reingeflogen ist. Soweit. So. Warum verwenden die da überhaupt einen Prop und keinen Jet? Das ist eine relativ einfache Geschichte, weil der sogenannte Vortriebswirkungsgrad, da müssen Sie mal gucken, das werde ich jetzt nicht näher erklären. Ich will eigentlich möglichst viel Fläche, aber möglichst wenig Geschwindigkeitsdifferenz. Also je mehr Fläche, desto besser. Also da gibt es natürlich andere Grenzen. Und deswegen verwenden die hinten einen Prop, weil das am effizientesten ist. So. Jetzt gibt es natürlich, die Flugzeuge haben Propeller vorne und es gibt Flugzeuge, die haben Propeller hinten. Warum verwendet man jetzt den hinten? Weil der einfach freier abstrahlt. Klar. Und dann eigentlich immer besser ist. Problem ist es, da vorne kommt gestörte Luft an und geht dann durch die Propellerebene durch und das macht diesen da. Das gibt ziemlich Lärm. Deswegen will man das im zivilen Luftverkehr nicht haben. Das hat beispielsweise die, müssen wir mal gucken, Avanti hat das, die hat zwei, das nennt sich Pusher. Die schieben, das Ding macht einen ziemlichen Lärm, ist aber sehr effizient. Da gibt es diese Avanti, die hat dann so zwei Pusher seitlich auf den Tragflächen sitzen. Man hat diesen Problem des Lärms, was natürlich im Krieg keine Rolle spielt. Da kann man über Afghanistan fliegen und die Leute dann nerven. Das ist eine Drohne über Afghanistan, die da dargestellt wird. Die Afghanen kann man damit nerven. Und das ist der Punkt 1. Also, und zweitens ist das nicht so ganz trivial mit der Kühlung. Da gibt es dann Probleme, weil ja das Triebwerk relativ weit hinten sitzt. Und wenn das nicht 100%ig richtig angeströmt ist, hat man da ein Problem. Wenn dann bei den ganzen Dingen, wo die Motoren und so weiter hinten sitzen, die müssen ja richtig gekühlt werden. Und wenn die nicht richtig gekühlt sind, dann werden die überhitzen dann bei normalen Kolbentriebwerken den Zylinder und dann fallen die aus oder sowas. Also die müssen ganz sauber angeströmt werden. Und das ist dann bei diesen Triebwerken ein Problem, weswegen man eigentlich ungern diese Pusher benutzt, sondern lieber vorne einen Prop, weil es sicherer ist. Aber das ist halt eine Drohne, wenn die abstürzt, kostet halt 20, 30, 40, 50 Millionen Dollar, da ist das nicht so wichtig. Aber die kann halt stundenlang überfliegen und da ist das dann kein Problem. Also an sich ist für mich dieses Konzept ziemlich schlüssig. Es braucht halt ein relativ hohes Fahrwerk zum Starten und manchmal sieht man diese Drohnen auch, ich weiß nicht, wie viel Spannweite die hat, die sind, aber im Prinzip sehen die alle so geometrisch ähnlich aus. Manche werden mit Winglet ausgestattet, manche nicht. Ich halte von Winglets nicht besonders viel, das machen wir auch nochmal in einem Beitrag. Aber an sich ist dieses Konzept für mein Dafürhalten ziemlich gut. So. Uns nochmal zu. Jetzt guck mal hier haben wir beispielsweise, das ist jetzt aus einem US Military News, hier haben wir dann das dargestellt. Ich kann das nicht länger abspielen, sonst kriege ich nämlich Ärger, sonst sperren die mir mal ein Video, wenn ich was kritisiere, weil so US ist natürlich. Und zwar habe ich hier so ein Bild von so einer Kiste. Hier sieht man da oben den Einlauf. Das kann ich jetzt nicht, wenn ich da drauf klicke, wird es ein Problem. Moment. Da oben ist der Einlauf und hier habe ich dieses hohe Fahrwerk, das ich eben dazu brauche. Das fährt dann, das ist halt, wenn ich ein hocheffizientes Flugzeug baue, dann spielt prozentual das Fahrwerk natürlich immer mehr eine Rolle. Und deswegen
muss ich das einfahren. Ich brauche bei einem hocheffizienten Flugzeug brauche ich zwingend ein Einziehfahrwerk. Früher hat man gesagt 5-10% Effizienz. Aber wenn ich ein hocheffizientes Flugzeug habe, sind dann die kleinen Störungen prozentual höher, weil die Störungsgröße dieselbe ist. Und der Autofahrwerk mit 30% dann Widerstand dann da rein und dann wird das schlecht, deswegen müssen die eingeklappt werden. Und jetzt hat man eben den Nachteil wieder, dieses Props da hinten, der sehr effizient ist, weil der je größer er ist, desto besser ist er. Und jetzt habe ich das ingenieurtechnische Problem, dass ich einen großen Prop habe, hinten dann diese Finne da habe, die da senkrecht drunter steht, aber dafür brauche ich wieder hohes Fahrwerk, was ich wieder einklappen muss. Nur halt diese Kompromisse, die man dann eingehen muss, die man auch bei sogenannten gestretchten Flugzeugen auch eingehen muss, weswegen die 737 runtergefallen ist mit diesen Triebwerken, weil man das Fahrwerk nicht weiter erhöhen wollte, und dann war die Ingenieure zu faul, irgendwie eine neue Konstruktion zu machen oder haben Druck gekriegt von oben. Und dann ist halt die Karre runtergefallen. So, was aber spannend ist, wo eben, also das Konzept ist für mich durchgehend sehr gut. Und ich habe die chinesischen Konzepte und so weiter, mache ich auch nochmal, wo das da Probleme gibt mit Interferenzwiderstand. Das ist gut. Aber ein Ding sehe ich, wo ich dann wirklich gestutzt habe, wo sie dann tatsächlich, das Ding fliegt ja 480 Stundenkilometer sowas, muss dann tatsächlich scheinbar richtig Probleme gehabt haben, die Aerodynamiker. Wenn man da nicht genau hinguckt, jetzt muss ich mal gucken, ist da. Und zwar die Vorderkante ist fast messerscharf. Das ist schon spannend. Also mit laminarer Strömung und so weiter hat der Flieger nichts zu tun. Das Ganze knicken. Das ist kein richtiges Laminarprofil, wie man es vom Segelflugzeug kennt, sondern das ist ein knallhartes, koste es, was es wolle, Profil. Was, da sehen Sie diese Nasenkante hier, wenn man hier genau hinguckt. Da hatte scheinbar die Firma, die das Ding gebaut hat, echte Probleme, weil das Ding ja auch irgendwie landen und langsam fliegen muss. So, jetzt hat das Ding keine Slats. Klappen hat es, aber Slats hat es. Also Slats sind die Dinge, die vorne vor der Tragfläche sind, Slats sind die hinten sind. Und jetzt müssen die, ist ja klar, möglichst wenig Systeme, kosten Geld, abgeschossen werden kann das Ding auch, ganz schnell. Da hat man keine Slats verbaut, aber muss das irgendwie in einer realistischen Geschwindigkeit landen. Es hängen keine Menschenleben so wirklich dran und dann hat man offensichtlich den Kompromiss gewählt, dass man aerodynamisch so ein, sagen wir mal so, wie soll ich das sagen, ein Schlag drauf und Schlussprofil gewählt hat, siehe Asterix, wo man vorne eine scharfe Hinterkante gebaut hat. Vorderkante natürlich, Blödsinn, vorne eine scharfe Hinterkante ist ja Paradoxie, wo man eine scharfe Vorderkante gewählt hat, damit das da vorne, von vorne bis hinten Lamin, schon wieder Versprecher, turbulent läuft, damit die Strömung auch absolut stabil ist. Und eben keine Probleme gibt im Langsamflug oder wenn das Ding ein bisschen langsamer oder Kurvenflug hat und so weiter. Aber an sich ist das Konzept, gefällt mir persönlich gut. Was man da jetzt für Waffen drunter hängen kann und so weiter, das interessiert mich jetzt nicht. Also Fakt ist, V-Leitwerk ist der Sache geschuldet, dass da oben der Triebwerkseinlauf ist. Da kriege ich kein normales Leitwerk dran. Ist eigentlich auch ein bisschen besser. Die Finne am Bauch, die Ventral Fin, ist deswegen, dass der Prop beim Starten und Landen nicht, insbesondere beim Starten nicht aufsetzt, beim Rotieren, wie man sagt. Das hohe Fahrwerk brauche ich dazu auch, deswegen muss ich aber dann einfahren, einklappen können. Die Schächte sind offen, habe ich gesehen, da gibt es keine Klappen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber das ist ein Riesenaufwand, wie so Schächte zu machen. Dann hat man einen sogenannten Pusher, der effizienter ist für längere Einsätze. Der ist dafür lauter, was im Zivilen wieder schlecht ist, aber über der Sahara stört das dann die Taliban. Das sind ja die Bösen, die muss das nicht stören. Und sonst hat es eigentlich nur den einen Kompromiss, den dann scheinbar die Ingenieure eingegangen sind, dass die mit einer scharfen, ziemlich messerscharfen Vorderkante der Tragfläche vorgegangen sind, um die Strömung irgendwie beim, ich tippe drauf, für Langsamflug zu stabilisieren. Das ist nur meine Theorie. Die hatten da Probleme und haben dann das Profil angepasst.
an sich haben wir bei dieser Maschine letztendlich eine, letztendlich im Prinzip ist sowas ähnliches wie die Wiederauferstehung der U2, aber hier mit Prop, weil die darf niedriger fliegen, weil die U2 hat man ja dann später dann über Russland abgeschossen, den ein oder 10 Jahren Knast gegangen ist. Weil die Taliban, ich weiß nicht, wie hoch das ist, fliegt auch relativ hoch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ich gebe es zu. Und so, wo funktioniert das? Ja, gut. Achso, Klappen hat es, sieht man auch. Genau, da sind Klappen dran. Hier hat es Klappen, da sind die Querruder. Also es ist relativ gut manövrierbar. Und sonst ist es eigentlich aerodynamisch sehr sauber gebaut. Auch die dicken Rücklage des Profils ist relativ weit hinten, aber mit viel Laminarität kann das Ding nicht aufwarten. Das ist alles voll turbulent umströmt, die ganze Tragfläche. Inwieweit das da oben überhaupt gehen würde, ist die nächste Frage. Also an sich ein nettes Konzept. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Video viel anfangen können. Euer Ingenieurskanal, danke fürs Zuhören.